So, Freunde der Nacht, hier kommt euer neues Video. Ich beschreibe mal eine Beziehungssituation. Kann ich meine Partnerin noch zurückbekommen? Nach einer langen Ehe geht es, glaube ich, darum, wenn ich das so auf den ersten Blick gesehen habe. Haben wir noch eine Chance? Ansonsten, ja, kommt das dran, was im Titel steht. Genau. So, denkt dran, dass der Breaking Good Traumakurs jetzt noch zum Frühbucherpreis zu halten ist, mein neuer Kurs. Und fangen wir mal an, würde ich sagen. Ne? So. Also es ist von einem Mann und ich nenne die beiden jetzt mal Harry und Sally. Es gibt den Namen jetzt ziemlich durcheinander und keine Ahnung, ich nehme jetzt einfach mal Harry und Sally. So, ja. Also, Sally, also es ist so ein bisschen im Telegram-Stil hier. Ich hoffe, ich kriege das ganz gut vorgelesen. Also, Sally, Alpha-Frau, hat klares Unrechtsbewusstsein bis auf Treue. Oh Leute, ich bin schon raus. Ich bin schon raus. Unrechtsbewusstsein bis auf Treue. Unrechtsbewusstsein bis auf Bankenausräume. Unrechtsbewusstsein bis auf Autos klauen. Naja, gut. Sieht sehr gut aus, finanziell vollkommen unabhängig. Und Harry, Alpha-Typ, Macher, also er ist der Mailschreiber, glaube ich, immer optimistisch, empathisch. Im Tandem mit Sally wurden sehr viele Themen gemeistert. Für alle waren wir ein perfektes Paar. Naja, das wissen wir ja, wie es ist mit dem perfekten Paar. Ne? Immer verlässlich voneinander einstehend. Unsere Geschichte kennengelernt. Anfang 2000, verstanden uns gut, aber keine Liebe auf den ersten Blick. Anfänglich eine lockere Beziehung. Ich habe sie nicht so nah an mich rangelassen. Sie wollte das anders. Dann Kinderwunsch von ihr. Falls ich das nicht will, würde sie mich verlassen. Dann erstes Kind. Zweites Kind. Heirat. So, dann kommt als nächstes. Hatte Sex bei einer Sommerfeier mit einem Kollegen. Okay, gerade mal gucken, wie weit das. Das war 3 Jahre nach der Heirat, scheinbar. Okay, ja gut, kann vorkommen. Naja, ist halt wie es ist. Man kann das ja auch mal kommunizieren, ne? Also muss das ja auch nicht immer heimlich machen, aber naja. Ich habe dann von dieser Affäre mitbekommen. Mal gerade gucken, wie lang das ging, kann ich jetzt nicht so richtig sehen. Sie hat es heftig abgestritten und hat alle belogen. Ja, wie ich das immer sage, ne? Meine Ausbildung geht ja übrigens bald jetzt auch los. Für Paarberatung, Einzelberatung ist jetzt geöffnet. Könnt ihr, geht Ende des Jahres los. Wie geht man mit so Fremdgehsachen rum? Müssen wir jetzt nicht in die Tiefe gehen. Aber was natürlich, sag ich mal, prognostisch sehr ungünstig ist, dass, wie du schon sagtest, scheinbar kein Unrechtsbewusstsein. Da muss man halt damit rechnen, dass es immer wieder passiert. Und ich sag ja, dass Loyalität des Partners ist, also für mich ist das so auf Platz 1. Partner, der nicht loyal ist, ey, schönen Dank. Klar kann man mal einen schlechten Tag haben oder irgendwie sowas, aber wenn da so eine grundsätzliche Haltung ist, dann weißt du halt, was kommt, ne? Ja. Und dass sozusagen du das aufdecken musstest, das, ja, wie lange wäre das denn gegangen? 20 Jahre oder was? Also, ja. Nicht so geil, ne, sag ich mal. So, sie hat es zugegeben, aber dafür nie entschuldigt. Sorry, das wäre für mich. Da sind wir schon wieder. Wo sind deine fucking Standards? Völlig in meinem Weltbild komplett indiskutabel. Natürlich kann man mal einen Fehler machen. Man kann sich meinetwegen auch, kann auch mal einer fremdgehen in 10, 20 Jahren Beziehung. Ja, okay. Aber sich da nicht entschuldigen? Sorry. Wirklich. Wie bist du darüber hinweggekommen? Ich weiß es nicht. Ich konnte es nicht. Also, sage ich ganz ehrlich. Also, zu diesem Zeitpunkt war die Ehe für mich erledigt. Ah ja, okay, gut, kann ich total nachvollziehen. So, als Sonja dann verlassen wollte, hat sie aber so versucht, mich davon abzubringen. Ja, was soll man dazu sagen? Ja. Passiert alles.
Ja, und dann gibt man wieder die nächste Chance und der gleiche Scheiß geht weiter, vermute ich jetzt mal. Bin dann geblieben. Seitdem habe ich versucht, diese Frau wieder zu lieben. Challenge meines Lebens steht hier. Gemeinsamkeiten zu entwickeln, ja, schönere Dates, auf verschiedene Dinge geachtet, kuscheln, zuhören, jeden Tag Kaffee im Bett trinken. Also du bist auf ihre Wünsche eingegangen. Wahrscheinlich hat sie gesagt, sie ist fremdgegangen, weil du irgendwas nicht gemacht hast, vermute ich mal. Hatten gute Zeit, wenig gestritten. Dann habe ich den Job in Abstimmung mit ihr aufgegeben, Gründung einer eigenen Firma. Bettsport weiter gut. In den letzten Jahren eigentlich nur noch alle 4 bis 6 Wochen, war mir zu wenig. Naja, das kann natürlich mal passieren. Langzeitbeziehungen, denkt dann mein aktuelles Buch über Langzeitbeziehungen. Kann man auch suchen, die Ehe müssen anzutoxen, aber es läuft vielleicht bei euch jetzt nicht so. Gute Empfehlung. Gespräche wurden geführt. Sie sagte, dass sie verstehen würde, wenn ich fremdgehen würde. Wenn sie das der Fall wäre, dann will sie das nicht wissen. Also ich sage euch mal, was das aus meiner Sicht übersetzt heißt. Das heißt übersetzt, ich würde es dir auch nicht sagen, wenn ich fremdgehe. Und ich denke eigentlich drüber nach, fremdzugehen. Das wäre so meine Übersetzung. Vielleicht bin ich da schon wieder zu negativ, aber das wäre für mich die Übersetzung. Welche Sachen, die man nicht hören will. Kannst ruhig fremdgehen, kein Problem. Scheint ja nicht mehr so verliebt in dich zu sein, ne? Sagen wir mal. Sie will nur wissen, dass ich sie liebe und immer nach Hause komme. Ja, aber das heißt übersetzt, sie will fremdgehen. Und will nicht drüber reden, also dann führt eine offene Beziehung. Weil ihr müsst diese Sachen schon ernst nehmen, wenn der Partner sagt, ne? Sonst sagt man hinterher, du hast ja nie was gesagt. Doch, irgendwie schon, ne? Das, hoffe, du hast das richtig übersetzt für dich, so. So, ich sagte dann irgendwann diesen Jahres, dass ich sie liebe, davon brach sie in Tränen aus und sagte mir, dass sie seit mehreren Jahren nicht mehr glücklich ist. Und nicht mehr weiß, was sie machen soll. Immerhin, ehrlich, also das können wir auch verstehen. Das ist, man will es fortführen und kriegt es aber irgendwie nicht hin. Und das ist immer eine ehrliche Aussage. Und ja, da muss man halt gucken, was man da macht. So, ne? Nach circa einer Woche an einem Abend herausbekommen, dass sie sich schon wieder heimlich mit einem Mann trifft. Woher hab ich das bloß gewusst? Wie kann man das bloß wissen? Das ist doch nicht zu fassen. Ich kann euch nur sagen, Leute, wenn ihr habt es wirklich ohne Scheiß nicht vorher durchgelesen hier. Wenn man immer einmal verstanden hat, wie das alles so funktioniert, das läuft alles. Das ist, als wenn man eine Glaskugel hat. Man kann die Dinge einfach vorhersehen. Das ist wirklich verrückt. Könnt ihr auch. Also macht die fucking Kurse. Man will es manchmal einfach nicht wissen, aber man weiß es einfach, was passiert. Ja, aber ganz ehrlich, du hast es hier durchgehen lassen, ohne dass sie Reue gezeigt hat. Das ist, ich bin jetzt mal ein bisschen hart zu dir, ne? Aber verstehst du jetzt nicht falsch, ich will dir nur weiterhelfen. Das ist bestellt wie geliefert, ne? Du hast deiner Frau signalisiert, dass wir es letztens auch hatten, in der letzten E-Mail-Geschichte. Du hast ihr gesagt, das ist das Problem, wenn jemand fremd geht und nicht richtig zu Kreuze kriegt, sage ich mal danach, und sich wirklich entschuldigt 1000 Mal. Was lernt dieser Mensch? Ich kann es machen, es passiert nichts. Kann es auch normal machen, es wird nichts passieren. Also leider, das ist nicht bei jedem gleich, aber es gibt Menschen, und seine Frau scheint so jemand zu sein, die verliert dann Respekt vor dir. Und dann, wenn der Respekt erstmal weg ist, ist sowieso alles am Arsch. Ne? So, also jetzt, was heißt das jetzt? Das hier ist das zweite Mal passiert. Ich würde sagen, das Universum will dir was sagen, ne? Dass du einfach zu weich bist hier, so, ne? Hoffe, ich bin jetzt nicht zu hart, aber versuch's für dich, das Beste auszumachen, was ich hier sage, so. So, in den sie sich scheinbar verliebt hat, es gab keinen Bettsport, beide haben nur Händchen gehalten. Alles klar. Und Gänseblümchen gepflückt. Ja. Also leider, nachdem sie, also wenn deine Frau jetzt wirklich so eine ganz ehrliche Haut wäre, okay, aber da sie dich schon angelogen hat, wie wahrscheinlich ist das? Sorry, ich habe einfach zu viel diese Mails gelesen. Ich kann sowas einfach nicht glauben, aber vielleicht ist sie also jemand, der, vielleicht war es so, ich weiß es nicht, du weißt es nicht, halte ich aber für irgendwie unglaubwürdig. Ich weiß nicht. Schreibt es gerne mal in die Kommentare, wie ihr das seht, aber naja.
Als ich dann genug wusste, habe ich ihr nur eine Info auf dem Handy hinterlassen, dass sie doch, dass wir uns doch bitte trennen sollen. Wieder völlig richtig, ja. Hab das Haus verlassen. Am nächsten Morgen rief Sally dann völlig aufgelöst an, wollte eine Aussprache. Ja, das ist ja schön, das kann man auch machen, aber es ist jetzt das zweite Mal. Und ja. Ich entgegne ihr, dass es nichts mehr zu bereden gibt. Hätte ich auch gesagt. Und das ist aus, das ist, ja, also da kann ich nur sagen, alles richtig gemacht, ne? Unser Umfeld wurde informiert. Ich habe dann auch die andere Geschichte erzählt. Ja, kannst du auch. Die nächsten Wochen waren ziemlich Horror für mich. Wenig geschlafen und so weiter. Von Sally gab es dann noch folgendes Nachtreten. Fühlte sich jetzt befreit. Eine enorme Last ist weg. Habe ich wahrscheinlich nie geliebt. Ja, das ist jetzt ihr Ego, weil du sie jetzt nicht mehr willst. Würde ich nicht so viel drauf geben. Ich will wieder lieben, was bei dir nicht möglich ist. Ja, ich würde da sagen, du, interessiert mich alles nicht. Du bist einfach fucking illoyal. Ja, juckt mich nicht, interessiert mich nicht. Ne, red, was du willst. Keine Ahnung, weiß ich nicht. So, ich habe vor ein paar Jahren entschieden, dass irgendwann die Trennung kommen wird. Also hat sie schon mal gesagt. Niemand wusste davon, dementsprechend waren alle von unserer Trennung geschockt. Ja, das ist, glaube nicht, dass sie das so ernst meint. Das ist jetzt ein bisschen sehr schockt, dass du auf einmal ernst machst, glaube ich. Aber ja. Also weiterhin hat die Frau gesagt, ich war nie eifersüchtig bei dir. Sagst du, stimmt nicht. Ich hätte dir nie emotional treu sein können. Ja, das bestätigt einfach nur, dass die Trennung wohl richtig war, ne? Der Neue ist ihr Sprungbrett. Sie probiert das jetzt einfach aus. Ja, also wenn dann vorher nicht mehr gelaufen ist, ich weiß es nicht. Naja. Falls es nicht klappt, dann kann sie das deutlicher abwickeln als unsere Ehe. Ja, es ist uninteressante Gespräche. Weiß ich nicht. Nicht zielführend. Ja, soll sie machen. Ja. Hat jetzt freie Bahn, viel Spaß, gutes Leben. Ja. Kein Start mit großer. Aus Sicht von ihr gab es folgende Kritikpunkte an unserer Ehe. Kein Start mit großer Verliebtheit und meine aufbrausende cholerische Art war aus ihrer Sicht immer belastend. Ja, das, ich will jetzt nicht sagen, dass. Also vielleicht hast du irgendwie, also das können wir jetzt in so einer E-Mail nicht aufarbeiten, vielleicht hast du eine Mitschuld daran, das heißt eine, also Mitverantwortung, sag ich mal, Schuld ist immer so ein scheiß Begriff. Wie immer gehören natürlich zwei dazu. Vielleicht, vielleicht war sie auch mehr unglücklich, weil du aufbrausend warst, aber Fakt ist, das ist auch alles richtig. Also man muss das so, das ist immer so eine Kunst in der Paartherapie, die natürlich jetzt nicht machen braucht, aber das zu beleuchten, dass es gemeinsame Verantwortung gibt. Trotzdem ist es ja in der Regel einer, der fremd geht. Ich meine, hätte man nicht machen müssen, so, ne? Also, das muss man so nebeneinander betrachten. Also, du hast vielleicht, warst du auch nicht der ideale Partner, ne? Aber du bist nicht fremdgegangen. Also, das ist halt, das ist schon mal zwei verschiedene Sachen, ne? Ich will das jetzt auch gar nicht werten. Ich weiß nicht, wie schlimm du jetzt aufbrausend bist oder so. Aber dann ist doch gut. Ja, dann prima, sind wir doch alle zufrieden, du bist zufrieden, ich bin zufrieden. Ja, ist doch alles gut. Probieren wir es mit jemand Neues aus. Ja, fertig. Thema Kinder lassen wir mal außen vor, aber wenn das bei euch nicht mehr läuft, dann läuft es halt nicht mehr, ne? Gut, wir leben seit Jahren auf einer Baustelle. Ich hatte mich oft über ihre Meinung hinweggesetzt. Zwei Alpha-Tiere passen nicht zusammen. Alpha, weiß ich nicht. Also ein Alpha, also was ich so als Alpha, also für ein Alpha wird auch gehören, dass man sich das vielleicht ein bisschen, also nicht ganz so viel durchgehen lässt, vielleicht. Aber ist auch egal, wenn ihr euch als Alpha seht, alles gut. Das können wir jetzt an so einer E-Mail, wir können jetzt nicht eure ganze Ehe hier auf, wir können nur feststellen, dass sie mehrfach fremdgegangen ist und scheinbar kein Unrechtsbewusstsein hat. Also mehr brauche ich jetzt erstmal nicht wissen, was sonst noch alles war. Ja, es kann ja alles sein. Ja. So.
Es gab aber auch positive Punkte. Wir haben als Team sehr gut funktioniert, konnten uns aufeinander verlassen. Naja, scheinbar ja ein Punkt nicht, ne? So, ich wäre ein toller Mensch, ein guter Vater. Sie wusste, dass ich sie geliebt habe. Und zu dem Neuen jetzt, ja, ist auch völlig wurscht. Sieht gut aus. Ja, whatever. Ach, der war auch verheiratet und hat sich dann auch, also er hat sich dann auch getrennt. Ja, zwei Fremdgeher zusammen, ist doch wunderbar. Viel Spaß dabei. Ist doch alles gut, ne? Also, ja, kann man alles machen. Soll sie machen, ne? Seine Frau und Kinder wurden kalt erwischt. So, Sally ist ihm nicht nur intellektuell, sondern auch finanziell massiv überlegen. Das spielt alles uninteressant. Das ist ihr Leben. Ihr habt euch getrennt. Sie kann machen, was sie will. Ja, ja. Ja, zumindest was ihre Beziehung angeht. Ja. Soll sie machen. Nicht mehr dein Problem. So, er wurde auch unseren Kindern vorgestellt. Naja, es passiert dann halt. Sie sind zusammengezogen. Sie glaube, dass sie mit ihm eine ähnlich tiefe Beziehung wie mit ihrer ersten großen Liebe erreichen kann. Ja, soll sie machen. Ist alles gut. Sie scheint im siebten Himmel. Warum verfolgst du das so? Ich würde das überhaupt nicht verfolgen. Das tut dir dann doch weh, würde ich nicht machen. Ne? Kein Kontakt und keine Information, ne? Sage ich immer. Sonst macht den Liebeskummerkurs nochmal. Ne? Seit Anfang Mai bin ich im Kein-Kontakt-Modus. Habe mich aufrichtig und ehrlich für meinen Rum erzählen und sputzige Wäsche waschen entschuldigt. Sehr gut. Ja, wobei, du dann darfst ja auch mal reden, ne, über deine Beziehung. Ne? Seitdem ist die Kommunikation mit ihr okay. Meine Frage, deine Meinung zu Sally. Ja, was soll ich dazu sagen? Vielleicht war sie eine tolle Frau, eine tolle Mutter, aber nicht loyal. ist ja auch nicht schlimm. Also, und solange es gelaufen hat, war es gut. Und wenn dann die Illoyalität rauskommt, kein Mensch ist perfekt, ne? Wir haben vielleicht alle mal, man kann da auch auf so einer höheren Ebene drüber hinwegsehen. Man kann vielleicht sagen, ja, vielleicht war ich auch mal irgendwann illoyal im Leben und alles gut. Nur das ist der Drops halt, gesagt, sei denn, man gehört zu diesen Menschen, die darüber hinwegsehen können. Du kannst es scheinbar nicht, ich könnte es auch nicht. Muss man keinen riesen Fass aufmachen, dass einer jetzt ein schlechter Mensch ist oder so, aber einfach sagen, nee, alles klar, kein Vertrauen mehr. Ja, gehen wir auseinander und du kannst so viel rum dödeln, wie du willst, und ich dann auch, und ist ja alles gut. Aber wie gesagt, was soll ich jetzt zu ihr sagen? Du kennst sie besser als ich. Aber das ist halt immer mit Standards und Dealbreakern. Und also ich finde schon, dass mal zum Beispiel vorkommen kann, dass man sich verliebt in der langen Beziehung, absolut. Auch mal, dass irgendwas läuft, ist für den einen vielleicht schlimmer als für den anderen. Aber dann kein Unrechtsbewusstsein haben, wäre für mich aus meiner Sicht ein Dealbreaker. Und da muss man auch, wie gesagt, das ist ja dieses Modul 1, mein Konzept von Standards und Dealbreakern. Mehr muss man nicht wissen. So, ne, ist ein Dealbreaker und das wird eben nicht aufgewogen durch die anderen positiven Eigenschaften. Wie gesagt, ich aus heutiger Sicht, man muss da gar nicht so viel Energie, so viel Emotionen reingeben. Natürlich macht man das, ne? Aber ja, ist passiert, das war's. Ja. Nein. Also es geht ja auch ein bisschen darum, dass wir uns selber erziehen in der Gesellschaft. Wenn man sowas immer durchgehen lässt, darf man sich nicht wundern, dass alle möglichen Leuten fremdgehen. Ne? Hätte sie auch kommunizieren müssen mit dir. Ne? Und wie gesagt, das ist alles menschlich. Fremdgehen ist total menschlich. Aber wenn das Vertrauen dann weg ist, ist es weg. Ja. Ja. Wie siehst du die Beziehung, wie siehst du ihre neue Beziehung? Ja, neue Beziehung, frisch verliebt, wäre mir völlig scheißegal. Also ich weiß nicht, ich habe das so für mich gelernt, ich kann dann echt so abschalten und dann ist mir das auch weitestgehend egal, was Ex-Partnerinnen jetzt machen, wenn ich mich das Gefühl habe, ist ein Dealbreaker passiert, weiß nicht, sollen sie machen, was sie wollen, dann können fünf gleichzeitig daten, ist mir scheißegal, juckt mich nicht, weiß ich nicht, kann man jetzt überhaupt nicht sagen, ne? 100 Tage, 200 Tage Grenze abwarten. Also natürlich ist ja schön, dass sie jetzt sehr verliebt sind.
Warm wechseln in eine Fremdgehbeziehung ist nicht unbedingt so der beste Start, sag ich mal. Aber trotzdem, ich weiß es nicht, ich kann trotzdem sagen, dass sie lange zusammenbleiben. Und wenn die Beziehung auseinandergeht, dann wahrscheinlich mit Fremdgehen. Also das ist, aber ist ja nicht mehr dein Problem, ne? Also keine Ahnung. Was soll ich jetzt sagen, dass das auf gar keinen Fall funktionieren wird? Das weiß ich nicht, ne? So. Nicht mehr dein Problem, ne? Ist es möglich, dass Sally es sich nochmal überlegt und dann wieder vor meiner Tür steht? Ja, natürlich ist das möglich. Absolut, ne? Also wenn man erstmal merkt, dass das Gras doch nicht grüner ist auf der anderen Seite, ne, und ihr vielleicht auch, du redest ja über so einen Statusunterschied, dass der vielleicht doch auf den Geist geht. Natürlich kann das passieren, aber ich würde sie nicht mehr reinlassen, weil sie wird hier ein drittes Mal fremdgehen, ne? Da kannst du die Uhr nachstellen. Also, wie gesagt, ich finde es gut, dass sie ja scheinbar so eine gewisse Ebene erreicht hat und vielleicht fühlt sich es dann wieder vertraut an, so diese Elternebene. Das heißt aber nicht, dass du die wieder daten solltest. Wir stehen aus deiner Sicht die Chance, dass es mit uns wieder klappen würde. Dein Ernst? Echt? Es würde wieder klappen, bis sie wieder fremd geht. Und das wird, die Abstände werden immer kürzer werden. Das ist meine Prognose. Ne? Ich bin natürlich nicht altwissend, aber meistens liege ich relativ gut, weil die Menschen sich doch sehr ähnlich verhalten. So. Und also, du bist auch nicht jünger. Weiß ich nicht, wie alt du bist. Doch, hier steht, wie alt du bist. Du bist jetzt ungefähr Ende 40. Das ist doch jetzt noch ein gutes, super gutes Alter, neu zu daten, jemand Neues zu finden. Warum sollst du das immer wieder antun, eine Frau, die dich nicht respektiert? Weiß ich nicht. Wie seht ihr das? Macht die fucking Kurse. Wenn ihr irgendwelche solche Fragen habt, schreibt ihr ein Formular auf liebeschipp.de machen. Und wir sehen uns bald wieder. Ciao, Lieben.